erste Redner, der hier jetzt zu meiner Rechten steht im Konferenzraum West, ist Nicolas Zimmer. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Technologiestiftung und gibt uns jetzt den ersten Impuls unter dem Titel Digitale Souveränität für die Berliner Kultur. Nicolas, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Maybrit. Freut mich sehr, euch heute hier ja, leider nicht sehen zu können, darüber freue ich mich natürlich nicht. Aber ich freue mich, dass wir trotzdem die Gelegenheit haben, miteinander in einen Austausch zu kommen. Und am Anfang, wer die anderen Kultur-B-Digital-Konferenzen besucht hat, ich habe vorhin mal in die Umfrage geguckt, wir haben wirklich viele mit dabei, die das erste Mal heute eine solche Konferenz erleben. So gesehen merkt man auch, digitale Formate können auch offener sein und können auch mehr Audience und andere Audience ansprechen. Es ist häufig so, dass ich am Anfang eher so ein bisschen was Grundsätzliches erzähle. Und das will ich auch heute tun. Und zwar digitale Souveränität für die Berliner Kultur. Was heißt das eigentlich? Also Souveränität, wenn man das jetzt umgangssprachlich so definiert, dann heißt das im Grunde genommen, man weiß, dass man sein Handy richtig rumhalten muss oder so, ob der es anschalten muss, um es zu bedienen. Also souveräner Umgang wird ja häufig gleichgesetzt mit der Frage von technischer Fertigkeit. Das will ich heute aber gar nicht machen. Sondern heute möchte ich etwas grundsätzlicher mich mit der Frage der Souveränität auseinandersetzen und dazu mal das erste inhaltliche Slide. Ich hoffe, ihr könnt das auch alle sehen. Wir haben hier ein... Ja, wie man vielleicht, wenn man es wirklich groß sieht, auch erkennt, also von Weitem sieht es jedenfalls aus wie ein Herrscher, in dem Fall ist es Ludwig der 14. Warum habe ich den gewählt? Wenn man sich mal so die Definition von digitaler Souveränität in der Wikipedia anguckt, dann liest man dort etwas über das selbstbestimmte Handeln unter vollständiger eigener Kontrolle im Hinblick auf die Nutzung digitaler Medien. Und ohne jetzt zu sehr in einen historischen Diskurs einsteigen zu wollen, dieser Souveränitätsbegriff, der ist geprägt von der Vorstellung staatlicher Souveränität. Deswegen hier auch Ludwig der 14. Also im Grunde genommen selbstbestimmtes Handeln. Und diese Definition des selbstbestimmten Handelns finde ich auf der einen Seite gut, weil wir natürlich alle, insbesondere wenn wir künstlerisch tätig sind, auch frei künstlerisch uns entfalten wollen. Aber auf der anderen Seite, finde ich, springt ja auch ein wenig zu kurz. Denn nur alleine die Möglichkeit zu haben, etwas frei zu tun, heißt ja noch lange nicht, dass man es dann tatsächlich auch konkret umsetzen kann. Und mit der Frage will ich mich ein bisschen intensiver beschäftigen. Denn eines ist jedenfalls klar, wenn wir jetzt mal die Parallelen ziehen zum absolutistischen Herrscher zur heutigen Zeit, Daten sind Macht. Wer Zugang zu Daten hat, kann mächtig sein. Wer keinen Zugang zu Daten hat, verliert Macht. Haben wir Macht über unsere Daten? Das sind alles ganz zentrale Fragen, die gerade in Zeiten von Pandemie, wo vieles nur noch digital abgewickelt wird, glaube ich, noch deutlicher geworden ist, als es vielleicht so in den Wochen, Monaten, Jahren davor so ein wenig zurücktritt hinter dem, was wir in unserem Alltag immer so noch wahrnehmen als unsere analoge Welt. Da sieht man häufig nicht, wie digital bestimmt vieles ist. Ich hatte ja im letzten Jahr mich mit der Frage von Smart Cities auseinandergesetzt und der digitalen Struktur, die unter den Städten liegen. Und hier reden wir jetzt ganz konkret über die Frage, was heißt eigentlich Daten, Datenzugang, Datennutzung für Kulturschaffende, aber auch für die Menschen, die Kultur genießen wollen, nutzen wollen, sich von ihr provozieren wollen, lassen wollen oder interagieren lassen wollen. Wenn man jetzt sich anschaut, wie ist dann der Weg zu digitaler Souveränität, dann ist halt meine These, dass die Souveränität jetzt nicht endet bei der Frage von Fähigkeiten und Möglichkeiten, sondern sie muss auch wirksam werden können und sie muss auch frei bleiben. Und das ist jetzt gar nicht so trivial, wie wir auch in den letzten Monaten gelernt haben. Die ersten beiden Stufen, also Wissen und Möglichkeit, die finde ich, sind relativ gut erklärbar und sie sind auch, glaube ich, relativ gut verstanden worden. Nicht, dass man jetzt auf jede Frage eine Antwort hat, aber die Frage, wie mache ich es überhaupt? Sprich also, wie kann ich mich in einer digitalen Welt künstlerisch betätigen, wenn nicht die digitale Welt bereits auch der Platz meiner künstlerischen gewählten Ausdrucksform gewesen ist? Was brauche ich dafür? Also was für Tools verwende ich beispielsweise? Nutze ich jetzt, wie wir hier, Hopin? Nutze ich irgendetwas anderes? Es gibt diverse Tools, es gibt diverse
Diskussionen darüber, sind die überhaupt zulässig? Redet mal mit der Berliner Datenschutzbeauftragten über die Frage, welche Tools denn tatsächlich benutzt werden dürfen. Da kann man schon mal die Hälfte von dem, was jeden Tag im Einsatz ist in Berlin, eigentlich streichen. Und ich finde das auch durchaus ein richtiger Hinweis. Die Frage von Datenschutz und Datensicherheit vergisst man häufig auch gerne. Ist ein ganz wichtiger und zentraler Faktor, auch wenn es darum geht, Vertrauen in bestimmte Infrastrukturen zu schaffen oder aufrechtzuerhalten. Wo finde ich es? Auch nicht so ganz einfach. Wir haben hier schon diverse Veranstaltungen gehabt, wo es einfach um die Frage ging, wo finde ich jetzt jemanden, der mir eine Webseite baut, wo hoste ich das Ganze, welche Tools brauche ich eigentlich und wer kann mir dabei eigentlich helfen. Auch darüber haben wir in den letzten Jahren in verschiedenen Formaten miteinander gesprochen und haben mal versucht, Menschen zum Beispiel zusammenzubringen, die Kultur produzieren und Menschen, die digitale Lösungen produzieren, um zu gucken, wie kann man da eigentlich zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, wie kann man bestimmte Probleme lösen. Waren viele Learnings mit dabei, unter anderem, dass die Frage, wie man miteinander ins Gespräch kommt und auf welcher Grundlage, nicht immer ganz trivial ist. Dann geht es tatsächlich um die Möglichkeiten, also die Frage, welche Hardware habe ich? Annette und Silvia haben es ja schon erwähnt, wir werden uns jetzt genauer angucken, wie sieht es eigentlich aus mit der Infrastruktur in den Kultureinrichtungen. Aber auch hier ist es so, wenn man sich anguckt, die Ausstattung ist extrem unterschiedlich. Wir haben gerade eben schon auch über die Frage von Browser-Kompatibilitäten gesprochen. Ja, da sind wir ganz schnell in der Software drinne. Und da geht es jetzt gar nicht, noch nicht mal um die Frage, habe ich jetzt ein ganz spezielles Tool, was ich brauche, sondern es geht eigentlich um die Frage, was nutzen die anderen Menschen da draußen, was muss ich eigentlich tun, damit ich überall gut gleich sichtbar bin, ich gleich wahrgenommen werden kann. Und dann natürlich die Frage der Netze, also wie gut ist mein Zugang eigentlich, da reden wir hier in Berlin natürlich häufig klagend auf einem relativ hohen Niveau. Wir haben ja eigentlich eine ziemlich gute Breitbandanbindung. Gut, das hängt ein bisschen davon ab, wo man in der Stadt wohnt und das hängt auch ein bisschen davon ab, was man jetzt für einen Anbieter hat. Aber wenn man mal den Blick weitet aus Berlin heraus, und da muss man gar nicht weit gehen, versucht mal in Brandenburg an manchen Orten irgendwie einen vernünftigen Zugang zu bekommen und sei es auch nur über eure Mobilgeräte, da ist dann schon ganz schnell vorbei mit den hochauflösenden Formaten. Also insofern kann man an der Stelle schon mal sagen, die Frage von Möglichkeiten können wir nicht immer selber beeinflussen, aber zu wissen, welche Möglichkeiten bestehen, sind ja ein ganz wesentlicher Faktor für das, was wir eigentlich tun wollen. Und da möchte ich einen kleinen Exkurs machen zum Thema Open Source, weil uns das auch so wichtig ist. Nämlich die Frage, was nutze ich jetzt eigentlich für Software? Da kann man natürlich ganz viele professionelle Tools für einsetzen. Die kosten dann häufig auch gar nicht mal so viel Lizenzgebühren. Mittlerweile gibt es ja viele Abo-Modelle. Aber trotzdem finde ich persönlich, dass das, was jenseits dieser großen Software-Applikationen passiert, dass jeder für sich so ein bisschen versucht, was zu basteln und eine Lösung zu finden. Da geht es halt darum, dass man selber sich eine Datenbank anlegt, dass man selber versucht, seine Audience zu verwalten, dass man selber versucht, die internen Prozesse zu strukturieren, dass da sehr viel Unterschiedliches passiert und sehr viele Learnings einfach nicht weitergegeben werden. Sehr oft das Rad neu erfunden wird. Und dass man mit Open Source an der Stelle eine ganze Menge schon an, sagen wir mal, Konzentration aufs Wesentliche erreichen kann, indem man bestimmte Aufgaben abschichtet und sie gemeinsam löst. Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Gerade auch, wenn es darum geht, für Kultureinrichtungen spezielle Angebote zu schaffen, die jetzt vielleicht nicht so marktgängig sind wie eine, sagen wir mal, Fotobearbeitungssoftware, wobei es da auch sehr gute Open-Source-Lösungen gibt. Auf eines muss man allerdings dann auch immer achten, Freiheit ist in dem Zusammenhang nicht kostenlos. Ja, also dieses Slide kennen diejenigen, die schon mal meinen Talk gehört haben zum Thema Open-Source. Also frei wie bei kostenlosem Bier, also kostenlos, naja, muss es nicht unbedingt sein. Frei in der Nutzung muss es sein. Und hier nur ganz kurz. In dem Augenblick, wo man sich mit der Frage beschäftigt, setze ich Open Source ein, habe ich plötzlich einen möglicherweise relativ hohen Aufwand. Eine Desktop-App ist leicht eingesetzt. Wenn ich am anderen Ende der Skala bin und selber etwas entwickeln möchte, ist es hochkomplex. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, bin ich überhaupt dazu in der Lage, also wie weit geht digitale Souveränität da an der Stelle? Muss digitale Souveränität denn bedeuten, dass ich selber Entwicklerin bin oder Entwickler? Reicht es, dass ich einfach definieren kann, was sind meine Ansprüche und finde dann jemanden, der es für mich umsetzt, was aus meiner Sicht ein sinnvoller arbeitsteiliger Weg ist. Also Open Source ist nicht, auch wenn es total wichtig ist und ich glaube, dass wir mit Open Source Lösungen in Berlin einen guten Schritt vorangehen können, weil Open Source passt bestens zu Berlin, wo viele Dinge häufig lange Zeit am Provisorium sind und dann am Ende vielleicht als Provisorium auch die Dauerlösung werden, also jedenfalls so dieses etwas experimentierfreudiger irgendwie zu unserer DNA gehört. Das macht total Sinn, aber
Man muss immer dran denken, es ist deswegen noch lange nicht einfach und es ist deswegen noch lange nicht kostenlos im eigentlichen Sinne, weil man halt relativ viel Zeit aufwenden muss. Wer gibt mir diese Zeit? Habe ich diese Zeit als Kulturschaffende? Kann ich sie mir von meinem sonstigen Zeitbudget wegnehmen? Muss ich da nicht unterstützt werden von jemand anderem? Muss es nicht vielleicht sogar so sein, dass ich sage, okay, es gibt da eine Gruppe von Menschen, die uns da einfach professionell bei hilft? Das finde ich ist, wenn es darum geht, hier souverän zu agieren, sich von Menschen unterstützen zu lassen, ein ganz wesentlicher Aspekt, weil sonst ist Souveränität eher eine leere Hülle. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Wirksamkeit, nämlich die Frage der Auffindbarkeit. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Damit haben wir hier mal angefangen mit der Frage, also ich habe jedenfalls hier mal mit dem Thema angefangen, vor 2 Jahren mit der Frage, wie gut seid ihr eigentlich mit euren Einrichtungen, mit euren Projekten online auffindbar? Weil eine Webseite ist ja eine Sache, eine Webseite, die aber auch gut verständlich ist für Menschen, eine ganz andere Sache. Eine Webseite, die auch noch gut verständlich ist für Suchmaschinen und damit von jemandem gefunden wird, wenn man auf der Suche ist nach einem bestimmten Angebot. Eine ganz dritte Sache, überhaupt nicht trivial. Und an der Stelle geht es schon mal los. Also ich kann eine tolle Idee haben, ich kann vielleicht auch die besten Tools verwenden, die im Dunkeln sieht man nicht, war damals die Überschrift meines Talks zu dem Thema. Und auch das gilt nach wie vor. Also wie bin ich überhaupt wahrnehmbar? In welchen Formaten produziere ich und biete ich an? Und bei der Wirksamkeit kommt auch noch eins mit dazu, die Frage der Messbarkeit. Weiß ich denn überhaupt, ob es irgendwo ankommt? Sind jetzt die Teilnehmerinnenzahlen bei unseren Hop-In eine gute Größenordnung? Ja, also es sagt uns jedenfalls erstmal, wie viele Menschen sich in so eine Session eingeloggt haben, ob die in der Zwischenzeit den Ton abgestellt haben und was ganz anderes machen, steht auf einem anderen Blatt, vermute ich mal nicht, weil macht ja eigentlich keinen Sinn. Aber trotz allem, daran sieht man auch, es ist also eine durchaus relevante Größe, damit ich auch weiß, wenn ich mit einem Publikum zu tun habe, höre ich den Applaus, höre ich die Buhrufe, sehe ich die Besucherinnenzahl in meiner Ausstellung, kriege ich Feedback durch Menschen, die Kritik üben. Online ist das häufig gar nicht so. Entweder versendet sich's oder ich habe die Trolle, die mir irgendwie ein völlig falsches Feedback geben. Also wie objektiviere ich eigentlich in dem Zusammenhang für mich selber das so wichtige Feedback hinsichtlich meiner Arbeit? Und dann kommt natürlich die Frage der Unabhängigkeit. Und da ist dieses Thema offene Plattform für mich ein ganz zentraler Punkt. Datenkollektive statt Monopole, das hätte man vielleicht auch als Überschrift über den ganzen Talk stellen können. Weil das, finde ich, ist eine ganz zentrale Frage. Nämlich die Frage, wo werden eigentlich welche Daten gehostet? Und jetzt muss man gar nicht so weit gucken, also die Diskussion über Google und über Facebook und über die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit solchen Anbietern wie Amazon und anderen, die mittlerweile, also jetzt habe ich ein paar Markennamen genannt, ist aber wirklich keine Schleichwerbung, ist eigentlich eher ein Schleichbashing an der Stelle. Oder Microsoft, um jetzt hier mal den Rahmen komplett zu machen, derjenigen, die solche Cloud-Lösungen anbieten, oder Alibaba, die sitzen auf unseren Daten. Und mit diesen Daten machen sie Geschäft. Und ich finde es ja erstmal legitim, dass jemand auch mit Daten Geschäft macht. Ich will aber selber sagen können, ob ich das möchte. Und ich möchte vor allen Dingen eine Alternative haben, mit meinen Daten selber etwas zu machen. Und wenn ich mir dann noch die Frage angucke, wie gehe ich eigentlich mit solchen Sachen um wie Ticketing, wo beispielsweise die Verkäufe meiner Karten über Anbieter abgewickelt werden, die sämtliche Daten haben über die Frage, wer kauft wann, was, wo und was vielleicht noch, ich selber aber davon überhaupt gar keinen Nutzen ziehen kann, weil ich diese Daten überhaupt nicht mehr bekomme, sondern am Ende des Tages nur noch eine Frage, wie viele Karten sind verkauft worden und dann gegebenenfalls den Belegungsplan aktualisiert und eine Auszahlung, dann stimmt irgendwas an dem System nicht, weil damit mache ich mich wiederum abhängig. Ich begebe mich in die Hände von Monopolisten und das ist etwas, was ich für Kultur absolut tödlich finde. Und deswegen hier so mein letztes Slide, dafür ist es halt auch ein bisschen komplizierter geworden, aber ich werde versuchen, es so ein bisschen zu erklären, die Idee einer zentralen Datenplattform, die uns auch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen wird. Also, wir haben ganz viele Plattformen, die versuchen, Informationen weiterzugeben darüber, was bei euch passiert. Wo gibt es was zu sehen? Da kann man sich dann auf den verschiedensten Fachportalen umschauen. Allerdings hat man dann das Problem, diese Daten müssen gepflegt werden. Sie müssen ja irgendwo herkommen. Diese Daten müssen aktuell gehalten werden. Gebe ich diese Daten für zig unterschiedliche Plattformen ein? Wäre es nicht viel besser, wenn ich die Möglichkeit hätte, diese Daten an genau einem Ort einzugeben, an einem Ort aktuell zu halten und von diesem Ort aus diese Daten dann weiter zu verteilen über eine Schnittstelle und im Übrigen auch Daten zurückzubekommen von denjenigen, die meine Daten nutzen. Also ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit.
damit ich damit auch einen Nutzen ziehen kann aus dem, was ich bereitstelle. Und das ist der grobe Gedanke dabei, zu sagen, nicht mit 50 unterschiedlichen Plattformen, unterschiedlichen Anwendungsfällen kommunizieren zu müssen, den Überblick zu verlieren und gegebenenfalls dann auch abgehängt zu werden, sondern eine einheitliche Plattform zu haben. Und hier seht ihr mal so ein paar Beispiele, welche Lösungen da angeschlossen werden können. Ich sprach eben schon davon, andere Plattformen. Spricht doch überhaupt nichts dagegen, dass Buchungsplattformen, dass touristische Plattformen diese Daten dann aus der Zentralplattform beziehen. Wie wäre es beispielsweise, wenn ihr eine Webseite überhaupt nicht mehr in Auftrag geben müsst bei jemandem, sondern automatisch geradezu mit wenigen Mausklicks aus euren Daten, die ihr dort eingepflegt habt, über eure Veranstaltung, über eure Projekte, eine Microsite erzeugen könnt, die also sofort für die Endnutzerinnen und Endnutzer verfügbar ist. Und diese dann gegebenenfalls auch noch in einem richtigen Format die Metadaten bereitstellt für Suchmaschinen. Also Suchmaschinenoptimierung steht ganz unten. Oder auch ein Feed bereitstellt für Suchmaschinen, auf denen dann die richtigen Daten im richtigen Format bereitgestellt werden, damit man dann auch in den Suchen am richtigen Ort auftaucht und man auch die Menschen erreicht, die sich genau für das Thema interessieren, was ich auch anbiete. Man kann das aber auch noch weiterdenken. Also wenn wir über das Thema Planung reden, dann ist das für mich auch eine ganz wichtige Größe. Denn wir haben jetzt ein so komplexes Umfeld, in dem wir uns überlegen müssen, welche Ressourcen können wir denn überhaupt einsetzen. Ist es aus meiner Sicht unabdingbar, dass ich auch die Möglichkeit bekomme, mir genau zu überlegen, an welcher Stelle mache ich was. Wir hatten in den letzten Monaten viel ausprobieren. Da ist viel passiert, ist auch viel nicht passiert. Es hat manches geklappt, ist auch manches gescheitert. Das kann man sich, glaube ich, nicht endlos erlauben. Wir sind irgendwo auch alle an so einem Punkt angekommen, wo wir jetzt einfach mal einen Grip daran bekommen müssen, wie man damit umgeht. Und da können gute Planungstools, Visualisierungstools vergleichen mit dem, was bei anderen Menschen passiert, die Möglichkeit, sich schnell zu orientieren, eine Menge Nutzen stiften. Letztes Thema, Ticketing. Da geht es natürlich zum einen um die Frage, brauchen wir nicht in Berlin eine Open-Source-Ticketing-Lösung als Alternative zu den kommerziellen Anbietern? Wer mich kennt, weiß, ist für mich gar keine Frage, brauchen wir. Insbesondere auch für die kleineren Einrichtungen, die gar keine Chance haben, sich bei den großen kommerziellen Anbietern überhaupt anzuschließen. Aber ich finde auch, ist hochgradig fragwürdig, wenn mit öffentlichen Mitteln subventionierte Kulturangebote dann gleichzeitig auch noch private Angebote subventionieren. Aber auch die Frage, wie gehe ich jetzt eigentlich als freischaffende Künstlerin damit um, dass ich ein Angebot habe, was ich streame, dafür aber im Augenblick nicht entlohnt werde oder auch nur über Umwege entlohnt werde. Ich finde, auch da müssen wir zu einer guten Lösung kommen, einer einheitlichen, einfachen Lösung, wo ich in der Lage bin, als kulturschaffende Person, als kulturschaffender Mensch, mein Angebot zu den Menschen zu bringen und dafür aber auch eine faire Entlohnung zu bekommen, wenn ich es denn möchte. Auch das ist etwas, was für viele völlig overwhelming ist, die Frage, brauche ich einen Zahlungsdienstleister, wie gehe ich damit eigentlich um? Auch hier eine einfache, gute, verlässliche Lösung, die uns dabei hilft, die Unabhängigkeit sowohl in der Produktion von Kunst und Kultur als auch in dem Verdienen des eigenen Lebensunterhalts zu finden. Das ist etwas, was mir dabei auch vorschwebt. Und ihr könnt das beliebig weiterdenken. Dieses Bild, wie gesagt, ist komplex, ist aber eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt, gar nicht so schwierig und lässt vor allen Dingen so viele Möglichkeiten zu, Souveränität nicht nur als, sagen wir mal, Sonntagsredebegriff zu verwenden, sondern tatsächlich auch souverän in einem digitalen Umfeld zu arbeiten. Das soll es von mir gewesen sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Nico. Nur eine kurze Frage zu der Datenplattform. Wie weit seid ihr denn da? Also bei der Datenplattform haben wir einen Prototypen entwickelt. Das haben wir in diesem Jahr eigentlich schon im letzten Jahr angefangen, haben also mit in Workshops gearbeitet, haben überhaupt erstmal gefragt, was braucht ihr eigentlich und hatten dann festgestellt, dass eigentlich neben diesen ganzen Anwendungsfällen ein Element immer fehlt, nämlich das verbindende Element dabei. Das heißt also, wir haben einen Prototypen einer Datenbank, wir haben Prototypen für darauf aufsetzende Anwendungen, Kartenvisualisierung, eine Kulturbuchungsplattform haben wir entwickelt. Wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie können die Schnittstellenformate zu Dritten sein. Jetzt kommt aber der nächste Schritt, nämlich herauszufinden, was braucht ihr eigentlich konkret vor Ort? Was habt ihr für Lösungen vor Ort? Wie sehen eure Anforderungen daran aus? Wie muss so eine Benutzeroberfläche aussehen? Weil man muss natürlich auch sagen, also Usability, was ich ja immer wieder einfordere, auch wenn es darum geht, im Kontakt mit den Endnutzenden, ist natürlich genauso eine wichtige Frage bei der Gestaltung von solchen Tools, damit sie im Alltag auch tatsächlich genutzt werden können. Also das wollen wir machen. Wir wollen ins Gespräch eintreten mit euch darüber, was habt ihr schon für Plattformen,
Welche Verträge habt ihr da im Übrigen, um auch zu wissen, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür? Wir werden uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie sehen Lizenzmodelle beispielsweise aus, um sicherzustellen, dass Informationen dort so weitergegeben werden können, damit nicht Rechte Dritter verletzt werden oder eure eigenen Rechte gewahrt werden. Also wir sind im Anlauf und wir hoffen, dass wir prototypisch zeitnah in einen Testbetrieb gehen können mit Beta-Nutzerinnen und Beta-Nutzern. Wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch bei uns. Wir werden euch natürlich in den nächsten Tagen dazu nochmal kontaktieren, wenn ihr auf unserem Verteiler steht. Aber wer jetzt schon sagt, hey, finde ich eine coole Idee, möchte ich gerne daran mitwirken, freut mich. Ja, ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Das würde mich sehr freuen.